Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass C-3PO und R2-D2 in der Kenobi-Serie zu sehen waren? Direkt in der ersten Folge waren sie bei der Party auf Alderaan im Hintergrund wirklich kurz zu sehen. R2-D2 hier vollkommen zweckentfremdet von seinem Astromech-Dasein. Und vermutlich eher fehl am Platze mit seinen zynischen, teils beleidigenden Aussagen für diese förmliche Veranstaltung. Aber das ist das erste Mal, dass wir C-3PO hier wirklich in seinem Element als Protokolldroide sehen. Wenn auch nur kurz und verschwommen. Aber da macht 3PO endlich mal das, wofür er programmiert wurde und ist nicht in irgendeine Schlacht reingesteckt worden. Wenn man das so sieht, frage ich mich, wie ihr Droid-Story aussehen wird. Wird das ein Film über 3PO beim Dolmetschen und beim im Empfang nehmen edler Gäste auf Alderaan? Oder geht's da doch eher wieder mehr in Richtung wildes Abenteuer wie in der alten Droid-Serie? Hattet ihr die beiden Droiden eigentlich beim ersten Schauen gesehen oder nicht? Für weitere kurze Star Wars-Videos wie dieses, lasst ein Abo da und schaut hier ins nächste Video in der Endcard.